So, dann herzlich willkommen zum GIS-Slot. Wir haben jetzt den Marco Hugentobler mit Vektorverschneidung und GIS von der SourcePool AG. Ja, dein Part. Ja, also herzlich willkommen zu meinem Vortrag Vektorverschneidung mit QGIS. Vektorverschneidung, ein Thema, das eigentlich so alt ist wie das GIS selber. Da fragt man sich vielleicht, wie komme ich jetzt dazu, so einen Retro, sozusagen einen Anti-Hype-Vortrag überhaupt zu machen. Mir ist aufgefallen, auch im Kontakt mit vielen unserer Kunden, dass es zwar diese Vektorverschneidung der Operationen schon sehr lange gibt, aber dass sie erstaunlich häufig Probleme machen. Das hat verschiedene Gründe, wir schauen die noch genauer an nachher. Es sind vor allem halt, erstens können numerische Gründe sein, ungültige Geometrien und so weiter. Und zum anderen ist es so, dass diese Operationen immer noch sehr rechenintensiv sind, sehr CPU-intensiv sind. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, wie kann das sein im Zeitalter von Big Data noch so lange Rechenzeiten? Ja, das war der Hintergrund. Wir schauen uns zuerst mal an, was Verschneideoperationen überhaupt sind. Also im Englischen Vector Overlay, ich habe das mal mit Verschneidung übersetzt. Ich glaube, das ist ziemlich gang und gäbe. Ja, also die Verschneideoperationen, die Geometrieverschneideoperationen kommen da aus diesen beiden Standards. Der OGC Simple Feature Access Standard definiert da die Operationen Intersection, Union, Difference und Sim Difference. Und auch der Konkurrenzstandard im Geometriebereich, der ISO SQL MM Standard, der definiert auch die gleichen Operationen, ST Intersection, ST Union, ST Difference und ST Sim Difference. Heißen auch gleich wie die Postgres Funktionen. Gut, jetzt diese Abbildung ist aus der JTS-Dokumentation, da sieht man, was das bedeutet. Also wir verschneiden Geometrie A mit Geometrie B, Intersection ist dann die Schnittmenge der beiden Geometrien, Union ist die Vereinigung, eine vereinigte Geometrie, Differenz ist Geometrie A minus B und umgekehrt und die symmetrische Differenz ist dann sozusagen Union minus Intersection. Gut, das ist jetzt auf Geometrieebene. Jetzt auf Layer-Ebene präsentiert sich das ziemlich ähnlich. Also wir haben einen Input-Layer A, einen Input-Layer B, dann eine Operation. Und da sehen wir aus der QGIS-Dokumentation, was da passiert. Also Layer A ist rot, Layer B grün. Und wenn wir jetzt da eine Intersection machen links oben, sehen wir, dass da die Schnittmengen dann übrig bleiben. Und zwar wird das dann so implementiert, das GIS geht dann zum Vektor-Layer A, iteriert über alle Features und macht dann sozusagen alle Verschneidungen mit den Geometrien, die überlappen. Genau, und dann wird halt einfach die Operation angewendet, bei Intersection wird dann immer die Intersection-Operation angewendet, Difference wird immer Difference-Operation angewendet und so weiter. Soweit so gut, jetzt was auf den ersten Blick ein wenig überraschen könnte, ist, es gibt auch die Union-Operation, die wir da unten links sehen. Da ist es aber nicht so, dass dann immer der Union-Operator angewendet wird, weil bei der Union-Operation auf Layer-Ebene möchte man ja eben die verschiedenen Stücke gesondert haben und nicht einen großen Klumpen bekommen, sozusagen. Und darum ist das eine Ausnahme. Also die Union auf Layer-Ebene ist nicht einfach eine Union zwischen allen Geometrien, sondern ist sozusagen Intersection plus zweimal Difference oder Intersection plus Symmetrical Difference. Gut, ja. Nun geht es Vektorverschneidung mit QGIS. Jetzt geht es mal Richtung QGIS. In QGIS gibt es ja die Processing Toolbox, die ganz verschiedene Vektor- und Raster- und überhaupt Analyse-Algorithmen anbietet. Und da gibt es jetzt verschiedene Einträge, die diese Verschneideoperationen anbieten. Wenn ich sage Vektorverschneidung mit QGIS, da meine ich jetzt nicht nur QGIS im engeren Sinne, sondern über die Processing Toolbox kann man auch andere Tools ansteuern, zum Beispiel GrassGIS,
oder auch Saga, und die bieten das jetzt auch an. Diese Analysen finden dann nicht, technisch gesehen jetzt nicht im QGIS-Kern statt, sondern werden dann von GRAS oder Saga extern gemacht und dann wird so ein QGIS importiert. Aber für den Benutzer spielt das keine große Rolle, weil das Import und Export geht hinter den Kulissen. Ja, und da habe ich also jetzt die verschiedenen. Oben links sehen wir da den Eintrag für GRAS. Dann da in der Mitte sind die QGIS Native Algorithmen und rechts sind da die Algorithmen von Saga. Gut. Schaue ich die mal an. Ich kenne mich natürlich am besten aus mit den QGIS Native Algorithmen, weil ich selber ein QGIS Projekt mitprogrammiere, habe ich da natürlich ein besseres Wissen als jetzt bei GRAS Algorithmen oder bei Saga. Das liegt auf der Hand. Also unter der Haube benutzt QGIS für diese Geometrieverschneideoperationen, die wir am Anfang gesehen haben, benutzt QGIS diese GEOS Bibliothek. Das steht für Geometry Engine Open Source und ist in C++ geschrieben, ist ein Port der Java Topology Suite auf C++. Und ja, diese Bibliothek macht eben diese Geometrieverschneideoperationen, wird im Übrigen auch von der Datenbank PostGIS verwendet. Der Code in QGIS, der dann sozusagen über die der Einsprungpunkt ist im libqgis analysis DLL oder SO enthalten. Dort Einsprungpunkt sind da diese Algorithmenklassen. Die gehen dann schnell aber auf Low-Level-Code. Und QGIS kennt eigentlich jetzt, Low-Level gesehen, kennt es eigentlich von diesen vier Operationen, wenn ich da zurückgehe, kennt QGIS eigentlich nur zwei, also nur Intersection und Difference, und QGIS sagt dann halt, ja, Union ist einmal Intersection plus zweimal Difference und Symmetrical Difference ist zweimal Difference und so. Darum ist der Code, der da über die Layer iteriert und das Ganze macht, relativ kompakt. Soweit zum Technischen. Wenn man mit diesen Algorithmen arbeitet in der Praxis, gibt es einige Probleme, die ziemlich schnell auftauchen. Das erste ist, die Input-Geometrien, die müssen valide, also gültig sein. Sonst wirft diese GEOS-Bibliothek ziemlich schnell eine Exception. Gut, man kann sagen, ja, ist ja klar, die müssen gültig sein. Andererseits in der Praxis ist es fast nie so, dass man einen Datensatz bekommt, wo alle Geometrien gültig sind. Gut, QGIS bietet eine Anzahl von Werkzeugen an, wie man das detektieren kann oder beheben. Also mit dem Geometry-Checker oder der Topologieprüfung kann man sich anzeigen lassen, welche Geometrien ungültig sind und wieso sie ungültig sind und so weiter. Der Geometry-Checker bietet auch noch an, das zu beheben mit verschiedenen Arten. Oder es gibt da diese Methode Native Fixed Geometries, die auch schon einen Großteil der Geometrien einfach so flicken kann. Leider gibt es aber auch mit all diesen Werkzeugen halt noch Fälle, wo man von Hand dahinter muss, weil halt diese Werkzeuge nicht alles, nicht 100% flicken können oder weil man selber die Kontrolle darüber haben möchte, wie diese Geometrien geflickt werden. Ein zweites Problem sind Sliver-Polygone. Das passiert zum Beispiel, wenn wir zwei Vektorlayer verschneiden und die Geometrien, die passen fast aufeinander, aber halt nur fast und man sieht es auch nicht ganz. Und dann gibt es halt, wenn man es kombiniert, ziemlich unschöne Effekte. Und bei großen Datenmengen, das ist der Normalfall, kann man die halt nicht mehr alle von Hand beheben, weil das wären dann zu viele. Hier haben wir ein Beispiel. Zwei Layer, wir machen ein Union, Layer 1, Layer 2. Nun, wenn wir da auf diesen, seht ihr mit dem Rubberband-Bereich achtet, da seht ihr, gibt es so zwei schmale Brücken. Diese Brücken entstehen, weil Layer 1 und Layer 2 nur fast aufeinander passen und die GEOS-Bibliothek, die meint dann halt, ja gut, da gibt es halt einen kleinen
die passen nicht ganz aufeinander, das muss so sein. Und dann gibt es halt so unschöne Geometrien, wo man aber eigentlich möchte, dass es zwei Polygone sind, aber es ist ein Polygon mit ganz schmalen Brücken. Ebenfalls ein Klassiker ist, wenn jetzt in Geos, wenn zwei Geometrien aneinander grenzen und die haben Stützpunkte und sie haben eigentlich gleiche Linien, aber einer hat einen Stützpunkt auf einer Linie und der andere nicht. Auch dann gibt es häufig so kleine Splitterpolygone bei Verschneideoperationen, was sehr mühsam ist. Ein weiteres Problem ist, dass wir trotz gültigen Geometrien manchmal Geos-Exceptions bekommen, numerische Exceptions. Mit gültigen Geometrien ist das sehr selten, aber es kommt leider vor. Hier sehen wir so einen Fall. Und wenn man mit diesen Kugis-Algorithmen in der Toolbox arbeitet, ist das nicht sehr gut, weil man kriegt erstens keine Meldung, wo das ist. Und der Algorithmus bricht einfach ab. Also die Exception wird nicht aufgefangen und dann weitergemacht, sondern es wird einfach aufgehört und so konnte nichts machen. Genau, soweit die Probleme mit den Kugis-nativen Algorithmen. Jetzt als zweites habe ich mir das V-Overlay-Modul von GRASS angeschaut. GRASS hat ein etwas anderes Konzept als Kugis. GRASS hat ein topologisches Vektordatenmodell, also eigentlich ideal für Verschneideoperationen. Nachteil allerdings beim Import vom Kugis-Datenmodell ins GRASS-Datenmodell, wenn man da große Datenmengen hat, das kann je nachdem schon eine Weile dauern. Gut, man muss jetzt korrekt sagen, wenn Kugis die Verschneideoperation macht mit Geos, dann wird auch eine Topologie gebraucht, sie wird auch einfach immer on the fly erzeugt von dieser Geos-Bibliothek. Gut, die Operatoren, die heißen bei GRASS etwas anders, also es gibt da nicht Intersection, Union, Difference und Symmetrical Difference, sondern AND, was Intersection, OR ist Union, NOT ist Difference und XOR ist Symmetrical Difference. Was mir bei GRASS sehr gefällt, ist der Parameter Einrast, der heißt auf Deutsch Einrastschwelle für Grenzen, SNAP. Der ist sehr praktisch, weil damit kann man eben diese Sliver-Polygone vermeiden. Wenn man den nur auf, sagen wir mal, einen Zentimeter oder 10 Zentimeter stellt, bei metrischen Koordinatensystemen hat man schon einen Großteil dieser Sliver-Problematik einfach weg, ohne dass man etwas machen muss. Das ist sehr wertvoll. Und auch sehr gut, ich weiß nicht, ob es immer der Fall ist, aber bei den Beispielen, die ich gerechnet habe, konnte GRASS automatisch mit ungültigen Geometrien umgehen. Das heißt, das zeitintensive Flicken der Geometrien, das entfällt. Gut, dann gibt es noch das Modul Saga, da weiß ich am wenigsten darüber. Ist sogar ein deutsches Produkt, in C++ geschrieben. Soweit ich gesehen habe, braucht es kein Geos, also die Verschneideoperationen sind scheinbar da selber implementiert. Ja. Und ich habe jetzt da einen kleinen Benchmark gemacht zwischen diesen drei verschiedenen Tools. Der Benchmark war etwas schwierig, weil sobald größere Datenmengen da sind, geht es auch lange und wenn man dann nochmal versuchen will und so, dann ist die Konferenz schon bald da. Ja. Gut, ich habe das auf Windows gemacht, mit Kugis 13.3, mit GRASS 7.8.2. Die Saga-Version wüsste ich jetzt nicht gerade. Und die Daten, die ich verwendet habe, sind aus dem Kanton Solothurn. Der eine Datensatz sind Polygone zu Wasser gefahren, also Gefahrenzonen. Und der zweite Datensatz ist die Bodenbedeckung. Ja, das sind jetzt, wassergefahren sind relativ komplexe Polygone, 7627, und Bodenbedeckung sind einfachere Polygone, aber dafür mehr. Ja, genau, also das ist noch nichts, das ist noch kein Big Data, das ist noch Small Data, sage ich mal. Jetzt habe ich mal die Intersection getestet, und zwar seht ihr da den Schrägstrich, also zuerst das linke ist Layer A Wasser gefahren, Layer B Bodenbedeckung und dann habe ich das noch umgetauscht und geschaut, ob das einen Unterschied macht in der Laufzeit und das macht es tatsächlich. Also
Cookies Native ist wesentlich schneller, wenn man zuerst die Wassergefahren Solothurn, Wassergefahren als Layer A und Bodenbedeckung als Layer B nimmt, als umgekehrt. Bei Grass, ja, kleine Differenz. Und bei Saga ist es auch eine große Differenz, einfach auf die andere Seite. Ja. Vielleicht, da wir noch etwas Zeit haben, wieso kann das sein, habe ich mich gefragt. Eigentlich theoretisch müsste es ja genau gleich lange gehen, weil es ist ja symmetrisch und so. Und die Antwort ist eigentlich ja, aber bei Cookies ist man schneller, wenn man zuerst sozusagen den Layer mit den komplexeren Geometrien hat, weil als ersten Schritt, bevor die Intersection mit allen anderen Objekten gemacht wird, wird geschaut, welche schneiden überhaupt, weil die anderen muss ich nicht anschauen. Und das wird zuerst mit der Bounding Box gemacht, das geht auch noch. Und die in der Bounding Box sind, die müssen dann präzise getestet werden, ob sie wirklich schneiden. Und wenn sie für diesen Test hat eben die GEOS-Bibliothek sogenannte, den Mechanismus der Prepared Geometries. Das heißt, die GEOS-Bibliothek macht dann einen Index auf den Segmenten und ist der einmal erstellt, dann ist der Test, ob eine Geometrie schneidet, sehr schnell. Und wenn das einmal gemacht wird für die komplexe Geometrie, dann können die anderen sehr schnell getestet werden. Wird es hingegen umgekehrt, kann das nicht gemacht werden, also dann wird dann zwar die Einfachgeometrie prepared mit Index, aber dann muss immer, jedes Mal wird dann die geschnitten mit der komplexen und das dauert dann viel länger. Genau. Ja, ihr seht also am schnellsten Saga, 52 Sekunden. Genau. Grass hat da deutlich am längsten. Jetzt als zweiten Benchmark habe ich in Union gemacht. Da sind die Zeiten deutlich länger. Ja, auch hier gibt es bei Cookies Native einen großen Unterschied in der Reihenfolge, gleichen Grund wie vorher. Genau, und hier ist Saga sehr viel langsamer als die anderen beiden. Dann wollte ich eigentlich noch einen dritten Benchmark machen, der dann wirklich mit großen Datenmengen arbeitet. Also das sind jetzt da, das ist jetzt die Bodenbedeckung der Schweizer Kantone, die freie Daten haben. Und dann geschnitten mit einem Eisenbahnpuffer, ein Kilometer um die Eisenbahnlinien. Hat jetzt mit Cookies Native etwas über 5 Stunden gedauert und ich hätte das gerne noch mit Grass und Saga gemacht, aber da war die Konferenz schon da und die Zugfahrt nicht lange genug. Genau, also kurzes Fazit zum Abschluss. Also Vektorverschneidungen sind zwar ein alter Hut, aber sind immer noch erstaunlich problematisch und CPU-intensiv. Geht lange. Alle die drei Anwendungen, die ich jetzt da getestet habe, die rechnen nur mit einem Thread. Und ja, es gibt doch große Performance-Unterschiede. Ich persönlich würde jetzt Fazit sagen, am mühsamsten für mich sind die Geometrieprobleme. Also ich würde es zuerst mit Grass versuchen, da das dort am besten gelöst ist, mit Grass und Einrastschwelle. Und erst wenn dort die Analyse wirklich viel zu lange geht, würde ich eine andere Analysemethode verwenden. Gut, ja, dann wären wir am Schluss. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Marco, auch von mir. Gibt es noch Fragen? Hat man auch überprüft, wie die Qualität der Daten sind? Also man hat ja diese Probleme am Anfang, haben Sie ja sehr schön genannt, also gerade diese dünnen Verbindungslinien und dass die Flächen vielleicht doppelt waren oder so. Gibt es da eine Aussage zwischen den drei Varianten? Also da bei den Slivers? Ja, also bei Grass gibt es diese Einlastschwelle, um das zu vermeiden. Bei Cookies Native gibt es das nicht und bei Saga habe ich es jetzt nicht gesehen in der Toolbox. Ja. Kenne mich dort aber zu wenig aus. Weiß nicht, ist jemand von Saga hier? Nein? Kann man schon sagen, dass das Grass qualitativ am besten war?
Meiner Erfahrung nach, ja. Hast du eine Einschätzung, wie viel besser PostGIS wäre, modernes, mit Multithreading und so weiter? Gut, also die Layer-Operation, die müsste man sowieso selber SQL-mäßig zusammenbauen, aber ansonsten wird es wahrscheinlich, da ja QGIS und PostGIS brauchen beide Geos im Hintergrund, wobei ich einschätzen würde, dass wahrscheinlich QGIS noch etwas schneller ist, weil QGIS hat es halt besser unter Kontrolle mit den Tests, macht zuerst den Bounding-Box-Test und dann den Prepared-Geometry und bei der Datenbank weiß man halt nie richtig, wie das rauskommt, da ist man immer etwas auf die Gunst des Query-Planners angewiesen. Darum würde ich, habe es nicht probiert, aber würde ich sagen, dass es mit PostGIS maximal so schnell ist wie mit QGIS Native. Oh, andererseits muss ich sagen, ein Argument spricht noch für die Gegenseite, und zwar mit PostGIS und PostgreSQL kann man in neueren Versionen parallele Queries machen. Das heißt, es könnte sein, dass dort der Query Planner dann einen parallelen Plan vorschlägt und das dann auf mehreren CPUs, auf mehreren Cores gerechnet wird. Ja. Bei QGIS wird es im Moment nur auf einem Core gerechnet. Ich habe zwar einen Pull-Request gemacht, der das ändert und der diese Algorithmen multithreaded berechnen würde, aber der ist noch hängig. Ja. Sonst noch Fragen? Mit der Grasverschneidung, da ist ein Problem, vielleicht weißt du da irgendwas zu, was man da machen kann, dass ja auf Ebene der Attribute immer dann für den einen, für die Attribute, die aus dem einen Layer kommen, so ein Präfix A-Unterstrich, bei dem anderen B-Unterstrich vorgeschrieben wird. Und zudem auch, wenn man das über den über QGIS macht, also über die Toolbox, die Spalten eingekürzt werden, weil irgendwie da anscheinend noch immer Shapefile als Zwischenergebnis verwendet wird. Zumindest, glaube ich, mit QGIS 3.4 war es noch so. Gibt es da irgendeine eine Möglichkeit, das zu unterbinden mit diesem A-Unterstrich davor? Ich habe es mal über einen Modeler gemacht, aber das ist natürlich auch ein bisschen sperrig. Ja, das stimmt. Das ist jetzt mehr eine Processing-Frage. Wahrscheinlich, also die einzelne Operation, die kürzt die Attributnamen natürlich nicht, falls es nicht nach Shapefile geht. Aber wenn man mehrere kombiniert, dann ja, früher war Shapefile das Zwischenformat und dann wurde es immer gekürzt. Jetzt ist es aber so, dass wenn mehrere, sagen wir mal, QGIS-Operationen hintereinander sind, das nicht mehr über Shapefile geht. Ja, also das war aber tatsächlich noch, also ich habe jetzt bei der 3.10er noch nicht geguckt, aber es war als schon in dem Processing normalerweise anscheinend GeoPackage als Zwischenformat genutzt worden ist oder temporär, jedenfalls wo das nicht mehr gekürzt worden ist, war das bei den GRAS-Werkzeugen, also bei der Verschneidung schon noch so. Aber eben auch dieses A-Unterstrich, B-Unterstrich, da manchmal stört es nicht, aber manchmal nervt einen das ja auch, wenn dem immer was davor steht. Aber da gibt es jetzt keine Möglichkeit, wo man mal drauf zugreifen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob bei GRAS, ob es da Optionen gibt, wo man das ändern kann, aber sonst kann man einfach den Enddatensatz nehmen und dort die Attribute umbenennen. Ja. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar diese Einstellung im Processing, wo man diese Frage, wie soll er mit den fehlerhaften Geometrien umgehen, kann man einmal eingeben, ignorieren. Genau, ja. Und dann gibt es noch das Neue sozusagen, also einfach gänzlich ignorieren oder so ähnlich. Gibt es da eine Empfehlung oder was jetzt der prinzipielle Unterschied ist? Ja, kommt darauf an, was man möchte. Also wenn man möchte, dass es sicher durchläuft, dann kann man ignorieren wählen. Wenn man möchte, dass
auf der sicheren Seite sein, dann kann man auch sagen, ja, die ganze Operation abblasen, sobald eine nicht gültige Geometrie erscheint. Und wenn man sozusagen mutig ist, und weil manchmal gehen ungültige Geometrien dann doch noch irgendwie, dann kann man auch sagen, ja, achte nicht darauf, sondern mach einfach die Operation. Dieses Nicht-Prüfenden. Ja, genau. Dann gibt es aber sehr häufig Geos Exceptions. Okay. So, dann war das die Session. Dann bedanke ich mich nochmal bei Marco und bis zum Nachtrag Kaffeepause.